Wofür sind die kleinen Gummibänder gedacht, die sich unterhalb des Schulter-D-Rings befinden? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich euch im Video kurz erklären, wofür diese kleinen Gummiringe, diese kleinen Gummis hier unterhalb des Schulter-D-Rings, die sind auf beiden Seiten, der hier ist ein bisschen stark gekürzt, also auch auf der rechten Seite haben wir diese Ringe, wofür die eigentlich da sind. Wenn euch solche Infos, Tipps und Tricks rund ums technische Tauchen interessieren, abonniert doch einfach unseren Kanal und lasst uns einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt. Wofür sind die Gummis aber nun da? Sie sind dazu gedacht, um die Backup-Lampe zu befestigen. Ihr seht hier, haben wir euch mal zwei Größen, zwei Modelle der Backup-Lampe hergestellt. Das sind beide von HESA, die kurze oder die Mini und die normale, die Standardversion. Warum es hier zwei Varianten gibt, komme ich auch gleich noch dazu. Aber damit haben wir auch schon hier die Frage beantwortet, für was diese Gummiringe da sind. Sie sind dafür da, um die Backup-Lampe verstauen zu können. Die Backup-Lampe wird links und rechts getragen. Wenn man eben zwei mitnehmen möchte, dann trägt man sie links und rechts. Und dann hängt ihr die hier oben in den D-Ring ein, damit sie sicher ist, damit sie nicht verloren werden kann. Aber wenn ihr jetzt in einer horizontalen Wasserlage wärt, würde diese Lampe ja nach unten wegschwingen, würde es weghängen. Und genau dafür sind dann diese Gummiringe da. Dann zieht ihr die hier ein Stückchen weiter nach unten. Und dann kann man hier durch diese Gummiringe die Backup-Lampe durchstecken. Ich zeige euch das hier genau. Und schon hängt die Lampe hier dran. Ihr könnt sie dann noch straff ziehen, damit hier der D-Ring auch nicht spielt. Und das hier ist so eine normale Öffnung. Ich habe die sogar noch ein bisschen weiter geöffnet, das Gurtband. Und dann seht ihr hier, dass das Gurtband auf jeden Fall lange genug ist, damit die Lampe nicht stört. Also sie wird, wenn ihr hier im Trocki unterwegs seid, wird dieser Bogen, wird diese Öffnung hier des Gurtbandes, so ist es ja dann, wenn ihr das Ganze taucht und tragt, wird das deutlich noch größer sein. Und damit hat die Lampe hier genügend Platz, um auf der linken und genauso auch auf der rechten Seite zu sitzen. Und damit haben wir diese Gummibänder auch schon erklärt. Sie sind dafür da, die Backup-Lampe zu sichern. Jetzt gibt es aber noch von HESA und auch von anderen Herstellern eine Mini-Variante, eine kleine Backup-Lampe. Das ist jetzt für denjenigen gemacht, für den das hier leider nicht so gut funktioniert, dass ihr hier zu klein seid, dass euer Oberkörper zu kurz ist, dass hier so viel Gurtband übrig ist, um diese Lampe gut verstauen zu können. Dann gibt es die Mini-Lampe, die schon ein Stück kürzer ist und damit funktioniert es dann eigentlich bei jedem hier das richtig zu montieren, die Backup-Lampe richtig zu verstauen, ist, ich sag mal, bis zu einer Körpergröße von 1,65. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Es hängt ja auch von der Verteilung Oberkörper, Beine ab, wo man hier die Grenze ziehen muss. Aber ich würde sagen, so bis zu 1,65 habt ihr keine Probleme, hier eine normale Backup-Lampe zu tauchen. Wenn ihr kleiner seid, dann macht wahrscheinlich hier schon Sinn, das Ganze hier so zu machen. Es hängt aber natürlich nicht nur von der Körpergröße, sondern auch von eurem Gewicht, von eurem Volumen ab. Wenn ihr natürlich dicker seid, dann braucht ihr wieder hier etwas mehr Gurtband, dann bringt ihr auch was unter. Wenn ihr sehr klein, zierlich seid, oft bei Frauen haben wir das Problem, die dann auch mit einer kleineren Backplate tauchen und damit auch schon hier das Ganze wieder ein bisschen kürzer wird, dann kann es schnell passieren, dass eben die normale Backup-Lampe zu lang ist, hier nicht mehr gut unterpasst und dann habt ihr eben die Möglichkeit, hier auf eine kleine Lampe einzugehen. Da können wir auch gerne nochmal ein spezielles Video dazu machen, wenn es euch interessiert. Schreibt es uns unten in den Kommentaren. Aber heute soll es ja um diese zwei Gummiringe gehen und wie ihr seht, hier ist die Lampe wunderbar aufgeräumt, sie ist sicher verstaut und durch diesen Karabiner hier oben auch nochmal gesichert, sodass selbst wenn die Gummis reißen könnt, ihr die Lampe nicht verliert. Noch ein Tipp zur Bedienung der Backup-Lampe. Immer erst die Lampe einschalten, bevor ihr hier den Karabiner löst oder die Lampe aus der Halterung herausnehmt. Das hat den Grund, wenn ihr die Backup-Lampe im Wasser, insbesondere in der Höhle, verlieren solltet, dann fällt sie auf den Boden. Sie ist eingeschaltet und man kann sie wieder finden, wenn es dunkel ist. Und sie würde eben dann dunkel. Die Backup-Lampe benutzt ihr ja, wenn die Hauptlampe ausgefallen ist, also weil vielleicht kein Licht mehr da ist, wahrscheinlich kein Licht mehr da ist, je nachdem, wo euer Partner ist.
Wenn dann diese Lampe nach unten fällt, dann könnt ihr sie wiederfinden, wenn ihr sie vorher eingeschalten habt. Also, bevor die Backup-Lampe gezogen, herausgenommen wird, wird sie immer eingeschaltet. Das war's zu den Gummibändern. Eine kurze Einweisung auch noch zur Backup-Lampe zu den zwei unterschiedlichen Größen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.